Hallihallo, du lieber Krebs, und herzlich willkommen hier in diesen wunderbaren März-Starter-Energien. Ich habe das jetzt ein bisschen anders gemacht, und zwar habe ich hier nach Schutzkarten gefragt für dich. Das Thema grundsätzlich, was hier dazukommt in diesem Monat, und dann, was die geistige Welt dir hier sonst noch berichten möchte, die Rückblätter davon. Hier noch einmal Impulse, die wichtig sind für dich und so allgemein einfach der Weg in diesem Monat. Und das, was ich jetzt schon gesehen habe, ist, es hat schon, bevor das Reading angefangen hat, haben so Verzögerungstaktiken angefangen. Ich habe das Wasser ausgeschüttet, jetzt bist du natürlich ein Wassertier. Das heißt, das war so ein bisschen so wie die Taufe oder wie die Traufe, vom Regen in die Traufe, irgendwie so war das dann. Und da geht es ganz, ganz viel um Gefühle und auch so ein bisschen um so eine Verzögerungstaktik, habe ich das Gefühl, oder nicht Verzögerungstaktik, sondern so. Du bist gerade voll in einem Wachstum drinnen. Bei dir passiert gerade ganz, ganz viel. Das sehe ich auch und da gehen wir auch gleich drauf ein. Und irgendwas hält dich aber dann noch davon ab, hinzuschauen und etwas Vergangenes wirklich loszulassen. Nämlich so, dass du damit konform gehst, dass du im Hier und Jetzt lebst und dass du dich traust, wirklich in deiner Präsenz, in der Akzeptanz des Hier und Jetzt zu leben. Also irgendwie. Na, weil wir haben die Vergebung hier auch drinnen und irgendwie geht es wirklich darum, hier jetzt einen Neuanfang zu wagen, ja, in dir und hier wirklich deinen Gefühlen zu folgen. Aber schauen wir uns einmal die Schutzkarte an, was da kommt. Also die Schutzkarten, da haben wir Metatrons Würfel, Kaleidoskop der Schöpfung, du bist in Form gebrachte Ewigkeit und du stehst hier im Zentrum deines Seins. Das heißt, du wirst jetzt auch dorthin gehend beschützt und begleitet, dich in deiner Mitte zu erkennen, dich in deiner Mitte anzuerkennen, anzunehmen und wirklich dein Mittelpunkt deiner Schöpfung zu sein. Also dich nicht umzudrehen, dich nicht zu verbiegen, nicht irgendwas zu wollen, was dir nicht entspricht und. Weil du hast die Musterkunde auch hier mitgebracht, die Kristallisation des göttlichen Musters. Alles liegt bereits in dir. Ja, und trotzdem sind manche Dinge vielleicht noch ein bisschen, wir haben das Fraktale, die fraktale Geometrie, trotzdem sind vielleicht manche Teile in dir noch verborgen, die jetzt aber nach vorne, nach raus, nach draußen strahlen wollen, also gönn es dir. Ja, es geht darum, dass alles im Moment in dir vorhanden ist. Nicht nur im Moment, sondern immer. Und das darfst du jetzt für dich erfahren. Und dass du da nicht aufgrund von irgendwelchen Dingen immer wieder in eine Traurigkeit hineingehst, immer wieder irgendwie in die Vergangenheit zurückspringst, sondern dass du jetzt dieses Wachstumsmuster, dass es weitergeht, dass es vorangeht, dass du vielleicht auch liebgewonnene Gedanken loslässt. Ja, also irgendwie geht's darum, glaube ich, Liebgewonnenes loszulassen, aber das heißt nicht, dass es im Außen verschwindet, sondern es heißt einfach, dass hier Glaubenssätze damit verbunden sind, mit deiner eigenen Loyalität, warum du dir hier immer wieder in Verbindungen oder in Partnerschaft oder in sonstigen Geschichten, in der Umsetzungskraft, ja, mit eigenen Verletzungen noch ein bisschen im Weg stehst, so habe ich das Gefühl, ja. Weil das Thema wirklich hier ganz, ganz stark, dass die Vergebung ist und du sollst wieder das Leben genießen, die Venus-Energie, Vergnügen, Freude, das Leben lieben, ja, und dass du ein Teil einer wunderbaren Sternenfamilie bist. Das heißt, hol dir hier Unterstützung, ruf hier auch Unterstützung von Seelen herbei, die einfach da sind, um mit dir zu wirken, um dir dieses Wachstum einfach auch zu ermöglichen und mit dir in diesem Wachstum zu stehen. Vielleicht muss es da gar nicht um mehr gehen, vielleicht geht es da einfach einmal um diese Verbindung mit anderen, um dein Leben zu genießen, um wieder frei zu sein, um deinen Horizont zu öffnen. Ja, auch wenn du einen weiten Horizont hast, aber hier ist alles auf Wachstum ausgelegt. Das heißt, es geht hier noch einmal darum, wieder einen Shift, ja, mit dem Tod hier einzuleiten, wieder eine Transformation zu haben und dich da nicht zu verstecken hinter reichen Gaben, sondern es geht jetzt um dich, um deine wahren Gefühle, die du bedingungslos leben darfst. Und aus irgendeinem Grund haben wir hier die Weisheit noch auf der Schattenseite, wo du immer wieder so innerlich wegtauchst von dem, was du im Prinzip eigentlich willst. Und ich glaube, der Schlüssel dazu ist, dass du dir ein Thema anschaust, ja, mit Gefühl, weil das ist alles auf der Lichtseite. Also es ist gar nicht so schlimm, glaube ich, wie du innerlich vielleicht an manchen Stellen befürchtest. Ja, da haben wir noch so ein bisschen den Glaubenssatz. Lausche in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Ja. Und
alles, was dir jetzt im Außen kommt, ist wie der Schlüssel in eine tiefere Geschichte hinein. Das heißt, nichts von alledem, was dir im Außen jetzt so erscheint, als wäre es jetzt gewesen, ist jetzt der wahre Punkt, sondern es geht wirklich darum, zu erkennen, was dahinter liegt, warum du vielleicht manche Dinge möchtest oder sehnst dich danach, ja, und dann das Ganze umzudrehen und wirklich deinen Pfad, deine Weisheit zu nehmen, dein Licht anzustellen, dich zu trauen, dieses andere Gefühl jetzt quasi anzunehmen, um es dann in die Erfüllung zu drehen, ja, dass du wieder für dich wirklich dich fließen lassen kannst und nicht festhältst irgendwann an alten Themen. Und da habe ich so ein bisschen diese Verzögerungstaktik drin. Nicht schlimm, ja, weil es sind hier ganz, ganz viele positive Karten, sondern nur ein kleiner Teil, der sagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich das will, ob ich das sehen will. Ja, sei dir sicher, dass es überhaupt nichts Schlimmes ist. Sei dir sicher, dass alles das, was du schon erlebt hast, du bereits erlebt hast. Ja, und dass es nur noch darum geht, quasi wie den Schlüssel in dir zu integrieren, damit du jetzt mit neuen Gefühlen, mit einem neuen Licht für dich quasi weitergehen kannst, um wirkliche Anziehung tatsächlich zu finden und hier zu springen, tatsächlich ins Abenteuerleben, in neue Energie, um Ja zu sagen zu Veränderung, zu dir, ja, und zu einem Jetzt leben, im Hier und Jetzt, wo alles für dich möglich ist. Ja? Also es geht hier wirklich um alte Verletzungen, die dich in deiner Loyalität dir selbst gegenüber ein bisschen blockieren, um hier in die Umsetzung zu gehen oder hier in eine Partnerschaft zu gehen, haben wir noch die alten Verletzungen drinnen. Und das ist aber jetzt geführt, dass du hier Anziehung hast, dass du hier nette Geschenke hast, dass hier einfach alles auf Freundlichkeit, auf liebevollen Umgang ausgelegt ist tatsächlich, um dich hier jetzt selbst zu erfahren und aus deinem selbstgemachten Käfig so irgendwie auszubrechen, ja? Und dann hier wirklich reiche, nicht mehr versteckte, sondern reichhaltige Angebote zu erfahren. Ja, weil das ist es, was du dir im Grunde wirklich wünschst. Und da kommt das Rad des Schicksals, das dreht sich ja wieder. Aber du darfst einmal erkennen, ja, wo jetzt hier tatsächlich dieser Ankerpunkt in dir vergraben ist, wo du dich noch nicht traust, wirklich dorthin zu gehen, was du erleben willst. Und das ändert sich jetzt, ja, weil in dem Moment, wo du sagst, okay, alles klar, ich habe es erkannt, fährst du jetzt die reiche Ernte ein quasi und gehst mit dir in ein ganz anderes Wunschwunderland. Ja, das ist einfach so ein kleines Ich will es nicht sehen in dir, was dir da manchmal noch im Wege steht. Und du befindest dich mega geil in einer absoluten Wachstumsenergie, wo du im Hier und Jetzt ankommst und in deiner Akzeptanz ankommst, damit deine tiefen Gefühle und dein Seelenplan hier wirklich und deine Sehnsucht im Herzen hier wirklich in die Erfüllung kommen kann. Wunder, wunder, wunderschön, du lieber Krebs. Also lass es fließen, komm ins Genießen. Das Leben ist zum Erleben da. Ja? Sag Ja, und zwar zu dir selbst und zum Hier und Jetzt und auch dazu, dass deine Erfahrungen, die du gemacht hast in der Vergangenheit, da waren, um trotzdem jetzt ein erfülltes Leben zu leben. Eine Kleinigkeit noch. Ich glaube, es geht um eine tiefe Erkenntnis in einer Situation, wo du gerade nicht hinschauen willst, die aber ganz, ganz wichtig ist für dich, um jetzt wirklich aufzumachen und weiterzugehen und das Ganze akzeptieren zu können und wirklich deinen Weg, deine Liebe, dein Erblühen in dieser Welt zu sehen. Bis dann. Baba.